Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, unser altes Lager will uns nicht mehr. Das heißt, wir schließen uns jetzt den Söldnern an. Wir haben auch schon eine Rüstung bekommen. Und zwar die Söldnerrüstung. Schutz vor Waffen 55, Pfeilen 10 und Feuer 25. Schutz vor Magie keine. Ist das besser als unsere alte? Nein. Aber wir ziehen sie trotzdem mal an. Die sieht scheiße aus. Deswegen. Wenn ich den jetzt mal ins Target bekommen würde, Hallo. brauche ich eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Ich habe Kohle genug. Also man sieht, hier gibt es eine schwere Rüstung im Gegensatz zum alten Nager. Schutz vor Waffen 70, Geschossen 10, Feuer 35, 2100 Erz. Gib mir die schwere Rüstung. Hä? Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. War das gerade eine andere Stimme, die wir hatten? So, kannst du mir das beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Also, ich weiß nicht, was wir für die Armbrust brauchen. Das werden wir jetzt in diesem Part erstmal machen. Armbrust schießen lernen. Und dann gucke ich, wie viele, ja, wie viel wir noch übrig haben. Warte mal, das ist die Gardistenrüstung, schwere Söldnerrüstung. Die ist definitiv besser, die ziehen wir auch an. So. Jetzt haben wir so eine Obermotzrüstung, die gefällt mir auch persönlich am besten. Die Erzrüstung wiederum später finde ich zu klobig irgendwie. Kann aber auch sein, dass ich die falsch in Erinnerung habe. Vielleicht sollten wir den Wolf nochmal aufsuchen, weil ich meine mich zu erinnern, Aber behalt's für dich. dass wir nochmal mit ihm sprechen sollten, bevor wir in die neue Mine gehen. So. Achso, der, Ich suche eine bessere Rüstung. Jetzt, wo du einer von uns bist, kann ich dir eine verkaufen. Was zum... Ach so, das sind die Banditenrüstungen. Wir tragen eine Söldnerrüstung. Ich dachte schon, warum ist die billiger? Naja. Wie komme ich an Fell und Häute? Das wissen wir schon. Ja, wir gehen jetzt Ambo schießen lernen. Ist das nicht toll? Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich eine kaufen kann, aber wir lernen es jetzt. Und wer steht hier? Ein Söldner. So, eigentlich könnte ich ja jetzt, rein theoretisch, war ja mein Plan, dass ich, wo sich die Story wieder zusammenbindet, nur noch eine Fraktion weiterspiele. Wir gehören jetzt eh den Söldnern an. Das alte Lager gibt's für uns quasi nicht mehr. Die Handlung ist komplett die gleiche. Und, ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir jetzt hier Armbrust schießen lernen, im, na sagt schnell, im neuen Lager später Bogenschießen lernen, weil das passt besser zu Söldner optisch. Und, jetzt frage ich mich, ob wir auch einen reinen Magier spielen sollen, anstatt, also so einen Wassermagier, wenn wir uns dem neuen Lager anschließen. Das werde ich, wenn dann, aber erst später nachreichen. Ich spiele nämlich nicht gerne Magier. Ich werde es mal versuchen, aber erst nachdem ich die Templer abgeschlossen habe, also das Sektenlager, Sumpflager, werde ich das mal versuchen. Aber ich mache erstmal hier einen Armbrustschützen raus und aus dem neuen Lager später mache ich Bogenschützen mit Zweihandwaffen. Und aus dem Templer mache ich einen Zweihand, Schwertkämpfer, der Magie verwenden kann. Das, denke ich, sollte passen. Ihr könnt natürlich noch Vorschläge posten, wie ich das machen soll. Oder ich lasse den Söldner weg und mache gleich einen Wassermagier. Ich weiß es nicht. Obwohl, das Spiel kann man nie oft genug durchspielen. Bei Feuermagier hätten wir jetzt verschissen, weil wir keinen Feuermagier mehr haben. Außer Milton. Ich weiß nicht, ob Milton uns den sechsten Kreis der Magie beibringen kann. Ich weiß es echt nicht. Aber vielleicht wisst ihr noch Bescheid, was so abgeht in dieser Welt jetzt hier und ihr könnt ja mal mir sagen, wie ich am besten weiterspielen soll, damit es nicht zu langweilig wird, dass sich die einzelnen Lager nicht zu sehr ähneln von der Spielweise her, weil Bogen und Armbrust, ich weiß nicht, ob das so ein Unterschied ist. Ich weiß es nicht.
Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zu Kavalorn, zu der Hütte. Denn da müsste sich der Scorpio jetzt aufhalten. Wollen wir mal schauen, ob der da ist. Vielleicht verkauft er uns gleich auch Armbrüste. Obwohl wir eigentlich nur eine brauchen. Am besten so eine schwere Kriegsarmbrust oder so. Monster sind nicht respawned. Mal schauen, was hier so abgeht. So, hier sind wir bei der Hütte, wo sich dieser Scorpio jetzt aufhalten sollte. Und hier ist nur Kavalorn. Ohne Scorpio. Wo ist Scorpio? Vielleicht hinter der Hütte. Nein, hier sind nur Mole Rats, die ich noch nie gesehen habe. Deswegen mache ich die schnell. Zack. Und zack. Und hier ist eine Tür. Was sich da wohinter verbirgt. Ich nehme erstmal die Heilkräuter mit. So, die Seraph ist auch noch. Auch wenn die uns kaum noch was bringt. Und was haben wir hier? Ich bin wohl noch nicht gut genug in Türen öffnen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn da was Wichtiges hinter ist, werde ich mich da wieder hinbegeben. So. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts. Aber der Scorpio soll doch hier sein. Oder der ist bei der Jägerhütte da oben. Ich gehe nochmal kurz zurück. Sonst würde ich fast sagen, wir lernen Bogen. Und, ja, die Armbrust lassen wir weg. Obwohl ich glaube, Armbrust hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft als ein Bogen braucht. Aber zumindest ist es in Gothic 3, glaube ich, so, dass die Armbrust ziemlich lange zum Nachladen braucht. Dafür aber dementsprechend mehr reinhaut. Was haben wir hier? Da ist ein Lagerplatz. Kurz ein bisschen erforschen hier. Wahrscheinlich sind das wieder Goblins oder so. Eine Zielscheibe. Und ein Wolf. Ich gehe hin. Und Blutfliegen. Yay. Zack. Ach, die Wölfe sind mittlerweile auch schon One-Hits. Hier ist eine Zielscheibe. Was haben wir hier vorne noch? Blutfliegen. Und sonst nichts. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das müsste der Fluss sein, wo die Brücke zum alten Lager ist. So, bleib stehen. So. Das hätten wir auch erledigt. Achso, die Flügel noch. Wir haben ja einen ganz schönen Batzen Erz für unsere Rüstung ausgegeben. So, Waldbeeren, was sollen wir damit? Wir wollen die Flügel. Lass die Waldbeeren Beeren sein. So, den plündern wir. Und die Blutfliege auch. Kann man das hier benutzen? Nee. Die Fässer auch nicht. Aber hier sind Truhen. Die wir erst knacken müssen. Okay, rechts, rechts, links. Okay, rechts, rechts, links, rechts. Das war einfach. Ein Dietrich, zwei Flaschen Bier, eine Fackel, gebratenes Fleisch, was ist da drunter? Erzbrocken, 25 Erz, naja. Vielleicht wären die am Anfang nützlich gewesen, aber wir haben 3033 und noch diverse Flügel und sonstiges Zeug. So, links. Okay, links, rechts, rechts, links. Sehr schön. Drei Dietriche, zwei Flaschen Bier, zwei Fackeln, 10 Pfeile. Naja, das ist jetzt nicht so besonders. Okay, dann gehen wir wieder. Hep. Oh oh. So. Gucken wir mal, ob die bei der Jägerhütte sind. Oder wir müssen echt erst das alte Lager befreien.
Ich weiß allerdings nicht, ob wir das schon schaffen oder ob das überhaupt vorgesehen ist zu schaffen oder müssen wir das alte Lager echt erst befreien? Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt's, ja, spammt mir die Kommentare voll. Oder müssen wir erst die neue Mine befreien? Egal, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum alten Lager. Wie gesagt, ich warte jetzt ein bisschen mit dem nächsten Part. Schreibt mir einfach, wie ich hier weiter verfahren soll. Ich bin gerade wieder ein bisschen unschlüssig. Ich muss mich aber nun mal langsam entscheiden. Und wir könnten uns ein bisschen in der Mine aufleveln. Aber nicht ohne Fernkampf. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit, Magie zu lernen. Nur die Frage ist, was machen wir dann mit dem Templer? Ich würde sagen, Magie passt besser zum Templer. So einen zweihandschwingenden, Feuerballschleudernden. Ja. Passt einfach besser, finde ich persönlich. Wie gesagt, schreibt mir. Weil nur so kann ich auf eure Wünsche eingehen, nicht hinterher beschweren, ich hätte euch nicht gefragt oder so. Noch steht uns die Welt offen. Und da wir jetzt eh schon mal im neuen Lager sind, ja, ich bin echt unschlüssig, was wir machen. Tja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt es mir und das mit den meisten Stimmen werde ich dann wahrscheinlich machen oder das, was am sinnigsten klingt. Wenn jetzt hier einer natürlich schreibt, alle Spielstände löschen und das Spiel aufgeben, das werde ich natürlich nicht tun. Ja. So, wir sind mittlerweile wieder im neuen Lager angekommen. In der Base sozusagen, im HQ. Wir haben Scorpion nicht finden können. Was ein bisschen schade ist. So, dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Der Gorn wollte doch zu diesem Stoßtrupp. Da müsste man uns, glaube ich, mitteilen, dass der Wolf nochmal mit uns sprechen wollte, wenn ich mich recht erinnere. Und dann müssten wir die Option auf eine neue Rüstung haben. Warum ich die neue Rüstung jetzt gekauft habe, das weiß ich nicht. So, wir müssten gleich bei so einem Stoßtrupp irgendwie ankommen. Ich sage, das ist schon richtig lange her, dass ich das gespielt habe. So, hier ist nichts. Ah, da vorne ist dieses. Ah, da sind sie. So, da sind wir angekommen. Da ist Gorn auch schon. Auto-Event? Nein. Kord ist hier. Und Gorn. Hallo. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Okay. Ich habe übrigens eine bessere Rüstung als du, Gorn. Bis später. Da müssen wir mal mit Kord sprechen. Sei gegrüßt. Jo, zum Gruße. Nein, müssen wir nicht. Gott. Müssen wir immer noch Lester finden? Ich gehe jetzt hier einfach mal lang. Was soll schon großartig passieren? Die Mine ist eh überfallen. Tja. Okay. Da geht's dann runter. Ja, der Part ist gleich vorbei. Ich will jetzt hier nichts Neues mehr anfangen. Deswegen latsche ich mal wieder zurück in diese Steinhöhle. Weil ich muss echt erst gucken, was ich jetzt hier triggern muss. Und, müssen wir noch mit Lee quatschen? Verlass dich auf. Hä? Wer hat das gesagt? Stimmen aus der Wand. Mein Gott, ist es schon soweit? Ja, hier sind wir wieder im Steinkreis, in dem man auch in den zweiten Teil rein muss. Vielleicht können wir mit Kronos quatschen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier speichern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, dann mit einer Entscheidung. Also fleißig abstimmen. Und bis dann. Tschüss.